Hi meine Mäuse, ich bin das mal wieder. Ja. Jetzt nach der Zeit, wo ich die Erkältung hinter mir habe, bin ich endlich mal wieder da. Ja, einige von euch werden sich bestimmt gewundert haben, hier gerade richtig sitzen, dass ich nicht so lange Videos gemacht habe. Ja, erstens hatte ich irgendwie nicht wirklich Lust, Videos zu drehen, und zum zweiten hatte ich halt eine Erkältung und ja, was habe ich jetzt für euch? Also ich habe jetzt für euch einen riesengroßen Sammelhaul. Also ich habe hier vier Tüten voll und meine Stofftasche von DM. Das ist wirklich eine Menge geworden. Natürlich sind da auch Sachen bei, die sich mit der Zeit angesammelt haben. Es ist nicht alles irgendwie von einem Tag und nee. Und ich wollte euch das einfach mal zeigen. Also, ich war auf jeden Fall mal vor kurzem, sag ich jetzt einfach mal, die genaue Zeit ist nicht wichtig, in Köln unterwegs und habe mich da mit einer Freundin getroffen. Schöne Grüße an dich, Mäuschen. Und ja, wir sind da einfach so durch die Weltgeschichte stolziert, hin und her und in die Gasse rein und in die. Und in Köln ist es ja wirklich, da gibt es ja wirklich Geschäfte ohne Ende. Und ich finde das einfach immer wieder traumhaft schön, sich in Köln da irgendwie zu treffen und da rumzulaufen, weil ich weiß nicht, Köln ist einfach so eine tolle Stadt. Und ich finde auch in Köln kann man richtig gut shoppen. Und auf jeden Fall bin ich dann mit der Freundin unterwegs gewesen. Und wir laufen einfach so durch die Geschichte. Und auf einmal entdecken wir DM. Ich da so zu der Freundin so, da vorne ist DM, da vorne ist DM. Ich da so, ja. Ach, ja, SMS, ja. Ich nur so, ja, was machen wir jetzt sofort? Und dann guckt sie mich so an und ich so, wir gehen natürlich bei DM rein. Und ja, ich konnte dann natürlich nicht anders und bin dann halt in DM auch reingegangen. Und habe mir da in Köln in den DM, ich habe da wirklich das allererste Mal DM gefunden, weil ich da irgendwie vorher nie in dieser Gasse war, wo sich DM befindet, aber auf jeden Fall habe ich mich dann halt doppelt gefreut, dass ich es endlich gefunden hatte. Ich habe mir beim DM auf jeden Fall von Balea's Read Ord Deo Body Spray mitgenommen, mit Beerenduft, ohne Aluminium, Salze, in dieser schwarzen Flasche. Das gibt es ja, glaube ich, auch noch in einer anderen. Und es riecht auf jeden Fall wirklich richtig fruchtig und beerig und das hat mich einfach angesprochen. Das wäre jetzt so ein Deo, was ich mehr tagsüber tragen würde, weil ich mache das eigentlich auch nicht, dass ich jetzt irgendwie so sage, ja, ich trage jetzt das Deo nur abends und das trage ich nur tagsüber. So mache ich das auch nicht. Aber hier wiederum wäre das eigentlich, dass ich das nur tagsüber tragen würde, weil ich das für abends irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das für abends einfach nicht passend und da kommt das Deo, was ich euch jetzt zeige, auf jeden Fall besser in die Variante. Und zwar müsst ihr euch das eigentlich was sagen. Das haben so viele YouTuber jetzt mittlerweile auch schon in ihre Kameras gehalten und haben mich somit damit auch angefixt. Ich weiß jetzt nicht genau, weil genau mehr, bei wem ich das gesehen hatte. Ich hatte es auf jeden Fall bei irgendeiner YouTuberin gesehen, die ich sehr, sehr gerne gucke. Der Name ist mir jetzt entfallen, egal. Auf jeden Fall von Balea, Romantic Star, Deo Body Spray ohne Aluminium, Salze, sinnliches Dufterlebnis. Das ist ein Deo, das kann ich mir für abends wirklich sehr gut vorstellen. Oder ja, falls man jetzt mal irgendwie am Samstagabend oder so Party machen geht, dass man sich da vorher noch schön mit einsprüht. Dafür reicht das auf jeden Fall und ist dafür auch gemacht. Das würde ich jetzt so wiederum für den Tag an sich nicht so empfehlen. Also für den Tag an sich wäre es für mich irgendwie ein bisschen too much und wäre für mich irgendwie dann,
ja, auch eine Verschwendung, weil es für mich persönlich halt mehr für abends geeignet ist. Ich habe auch die ganze Zeit immer die Frage im Kopf gehabt, was finden die alle so toll an dem Deo? Und dann stand ich in Köln in dem DM vor diesem Regal und habe das Deo entdeckt. Und hab da mal endlich das dran gerochen. Da ist mir dann in den Kopf gekommen, oh ja, die haben total recht, weil es wirklich so göttlich riecht. Also. Das riecht wirklich irgendwie wie so ein Duft, den Star kreiert hat. Und das Ganze gefällt mir einfach. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so teuer. Kostet so zwischen 65 und 85 Cent. Also das geht bei DM auf jeden Fall. Und bei diesem Sweet Odd Body Spray, da habe ich keine Ahnung, wie teuer das war. Da habe ich nicht auf den Preis geachtet. Da ging es mir nur um das Deo. Dann war ich mit einer Freundin, die hier bei mir war. Ja, in meiner Stadt. Ich grüße dich, du weißt ja, wen ich meine. War ich bei Kaufland drin. Auf jeden Fall wird das ein sehr gemischter Haul, weil da kommt auch hin und wieder DM vor und hin und wieder auch Kaufland und noch andere Sachen. Auf jeden Fall waren wir da halt bei Kaufland drinne und die Freundin hat mir eine YouTuberin sozusagen empfohlen, die ich auch mittlerweile abonniert habe und sehr gerne gucke. Leider weiß ich von der YouTuberin jetzt den Namen hier nicht mehr, aber ich weiß den echten Namen und zwar heißt sie Anne. Die macht auch echt super Videos und da hat mir die Freundin dann erzählt, dass die Anne in einem Video wohl irgendwie das Gliss Kur Hair Repair Million Gloss Crystal Öl irgendwie gekauft hatte und hatte das wohl auch in der Haare drinne und das hat wohl einen richtig schönen Schimmer gezaubert und so weiter. Auf jeden Fall hat die Freundin mich dann in dem Sinne mit dem Gequatsche dazu inspiriert, es mir zu kaufen. Und hier ist es auf jeden Fall. Ich habe es mittlerweile auch schon in einem Haul von der lieben Cornelia Dietrichs gesehen. Ich grüße dich auch mal, meine Liebe. Und habe ihr dann halt unter das Video geschrieben, ach, ja, das habe ich auch. Und zwei Dumme, ein Gedanke. Ja. Da haben wir halt einfach zur selben Zeit das gleiche Produkt gekauft. Dann habe ich mir eine neue Zahncreme gekauft. Und zwar System Signal Weiß Extra. Weißere Zähne in 2 Wochen. Ja, ich bin ja sowieso so. Ich kaufe mir ehrlich gesagt irgendwie mittlerweile immer unterschiedliche Zahncremes, weil ich mich da durchtesten möchte. Und ja, dieses Mal war es halt Signal. Vielleicht ist es nächstes Mal irgendwie. Keine Ahnung. Perlweiß nicht schon wieder. Perlweiß ist überhaupt nicht mein Fall. Aber ja, naja. Habe ich mir auf jeden Fall mitgenommen. Und dann hatte ich da, weil in Kaufland gibt es ja einen Essence-Aufsteller, was ich ja wirklich super finde, habe ich mir so einen Lidschattenpinsel mitgenommen. Und zwar ist das der neue aus dem Essence-Sortiment mit den pinken Borsten. Ja, er ist pink und deshalb habe ich ihn natürlich, weil jeder, der mich kennt, weiß eigentlich, dass ich ein totaler Pink-Freak und Junkie bin. Ich bin total verrückt nach Pink. Ich liebe die Farbe einfach. Es ist natürlich nicht so, dass ich mein ganzes Zimmer in Pink befinden würde. Nein, aber hier kommen so kleine Akzente überall im Zimmer vor, wo sich Pink drinne befindet und deshalb merkt man einfach, dass ich auf Pink fixiert bin und ja, sind wir doch mal alle ehrlich. Pink ist einfach eine super Farbe und naja, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Auf jeden Fall der. Der hat, glaube ich, was mit einem Euro gekostet. Weil diese Schminkpinsel da von Essence, die sind ja eigentlich auch nicht so teuer. Also die kosten immer irgendwas mit einem Euro. Ich glaube 1,95 €. Das geht auf jeden Fall. Oh, ja. Dann mache ich hier erstmal jetzt weiter. Hatte ich mir, wo die Freundin hier war, ja, also die Tüten, die ich euch jetzt erstmal zeige, habe ich alle irgendwie mit der Freundin. Ja, naja.
Da war ich auf jeden Fall bei uns hier in der Innenstadt bei der Meiersche drinne. Das ist ja die Bücherei, weil ich in einer Jolie einen Buchtipp gesehen hatte. Das war ein Psychothriller und der hat mich wirklich von dem, wie nennt man das denn? Von der Aufstellung, die da angegeben war, halt diese kleine Auskunft, hat das mich schon total angesprochen, das Buch. Und dann hatte ich das im Kopf drinne und wollte es mir unbedingt kaufen. Und ich hatte ja auch mal in der Pinkbox eine kleine Leseprobe, Löffelchenliebe. Die Leseprobe habe ich innerhalb von einem Abend aufgelesen und war da auch so gefesselt von, dass ich es mir auch zugelegt habe. Also ich habe hier auf jeden Fall, ja, das ist ein Roman von Julia Kaufhold. Kaufhold, genau. Löffelchenliebe. Das ist so ein dickes Buch. Das hat mich 15 Euro gekostet und da steht hier drin, steht hier hinten drauf: Mein Name ist Anna Brex, ich bin 35, mein Bindegewebe hat seine beste Zeit hinter sich. Und das Sportlichste an mir ist der Eisprung. Apropos Eisprung, ich wünsche mir ein Baby, also zuerst mal natürlich einen Mann. Und damit nimmt das Chaos auch schon seinen Lauf. Ja, also ich war auf jeden Fall schon von der Leseprobe total angetan und ich denke mal, ich werde das Buch regelrecht verschlingen, weil ja, am Anfang war das wieder so, da habe ich so gedacht, mein Gott, das Buch ist ja total langweilig. Aber dann wieder so, wo das Lesepröbchen eigentlich schon zum Ende ging, fand ich das Buch total interessant. Und deshalb habe ich mich dann halt auch dazu entschlossen, es mir mitzunehmen. Und dann habe ich mir Ich darf nicht vergessen gekauft. Hier steht auch Julie Spannungstipp. Psychothriller. Goldman von Alice Laplante. Das hat mich 9 Euro gekostet, das Buch. Und hier hinten steht, ihre Freundin wurde ermordet und sie kann sich an nichts erinnern. Wem kann sie trauen, wenn sie nicht einmal weiß, wer sie selbst ist? Amanda O'Toole ist ermordet worden. Von ihrer rechten Hand wurden 4 Finger fein säuberlich abgetrennt. Für ihre beste Freundin, die Chirurgin Jennifer Wright, wäre diese Art von Operation ein Kinderspiel. Aber Jennifer leidet an Demenz und weiß nicht mehr, leidet an Demenz und weiß nicht mehr, was in der Nacht passierte, als Amanda starb. Immer öfter fehlen Jennifer die Erinnerungen. Und immer öfter kann sie nicht einmal mehr sagen, wer sie selbst ist oder wem sie vertrauen kann. Sie will nicht vergessen, aber sollte sie es vielleicht besser. Aber sollte sie es vielleicht besser. Überwältigend, ein tief berührender, herzzerreißender und zugleich absolut fesselnder Page-Turner. Ich liebe diesen Roman. Okay. Ja, also ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon auf das Buch. Das hat auf jeden Fall über 300 Seiten. Da werde ich auf jeden Fall an einem dicken Schinken eine Menge zu lesen haben und das wird dann sozusagen wieder meine Abendlektüre, weil ich mittlerweile jetzt so drauf bin, dass ich, bevor ich schlafen gehe, wirklich gerne lese oder wenn ich sonntagnachmittags nichts zu tun habe, dann lege ich mich einfach mal hier bei mir im Zimmer auf die Couch und nehme mir einfach so ein schönes Buch und lese das dann einfach. Das ist für mich nämlich total entspannend. Ich hatte dann noch ein Lesezeichen mit da drinne von der Meiersche. Und fröhliche Weihnachtswunderzeit. Das ist halt wie so eine kleine Broschüre, wo sämtliche Bücher empfohlen werden. Kann man sich natürlich durchlesen, wenn man möchte. Aber werde ich jetzt nicht so weiter drauf eingehen. So. Das war Meiersche. Dann war ich zwischenzeitlich mal bei Saturn. Und bei Saturn habe ich von Silbermond drei Alben ergattert.
Und zwar einmal laut gedacht. Ja, seitdem ich auf dem Silbermond-Konzert war, mag ich diese Band auch sehr. Also es soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt Silbermond vor Tokyo Hotel bevorzuge. Das soll jetzt nicht sein. Aber ich mag Silbermond einfach auch. Die Musik gefällt mir auch und die sind super. Die CD hat mich 5 € gekostet, das Album. Dann habe ich mir noch das Album von Lady Gaga gekauft, Art Pop. Wer mich kennt, müsste eigentlich wissen, dass ich Lady Gaga mag. Und ja, also die Person jetzt so an sich, ich meine, ich kenne sie nicht wirklich, also ich kenne sie überhaupt nicht persönlich, aber ihre Musik sagt mir einfach zu. Also da sind bei ihrer Musik schon wirklich Lieder bei, womit ich mich irgendwie so identifizieren kann, die dann einfach in meinem Kopf bleiben und die dann für mich persönlich ein Ohrwurm werden. Und ja, die Frau ist einfach Gaga. Dann hatte ich mir von Silbermond für 7,99 € Verschwende deine Zeit gekauft. Ist noch eingeschweißt, wie ihr sehen könnt. Habe ich noch nicht gehört. Nein, aber kommt die Tage auf jeden Fall auch noch dran, ne? Und dann noch für 6,99 € nichts passiert. Also wie ihr sehen könnt, habe ich wirklich bei den Silbermond-Alben zugeschlagen. Da standen nämlich in diesem Aussteller da auch nur noch diese 3 Silbermond-Alben. Mehr habe ich da von Silbermond nicht gefunden und deshalb habe ich mir die mitgenommen. Dann habe ich bei DM noch, es ist ja jetzt momentan so erhältlich, ich habe das heute, weil ich heute auch nochmal bei DM drin war, so eine Palette vom P2 gesehen. Das ist jetzt wohl irgendwie so eine Art Limited Edition oder so. Es soll auf jeden Fall auch eine Lidschattenpalette sein. Und die hätte mich aber 10 € gekostet. Und ja, ich stand da und habe so geguckt. Ich habe mir die so von hinten angeguckt, weil hinten waren die ganzen Farben abgebildet. Und ich stand nur so, nee, brauchst du nicht. Hab sie dann halt schweren Herzens weggelegt, weil ich ja wirklich noch in dem Sinne eine riesengroße Menge und Auswahl an Lidschatten hier zu Hause habe und deshalb habe ich dann gesagt, nein. Aber was ich mir gekauft habe, war einmal, wo ich bei DM war, von Catrice Limited Edition Arts Collection Eye and Face Palette. Das ist hier so, man zieht hier so an diesem Bändchen und dann geht das so auf und da befindet sich auf jeden Fall Blush drin, Lidschatten, ein Kajal und ein Pinsel. Also so sieht das Ganze von innen aus, dass ihr euch das mal irgendwie vorstellen könnt. Und ja, so von vorne und das Ganze war reduziert auf 4 €. Und ja, ich habe von dieser Farbe, weil da gibt es so 3 verschiedene Paletten von, habe ich von der Farbe auf jeden Fall die letzte erwischt. Dann habe ich mir noch aus der Catrice Limited Edition zweimal was für die Nägel mitgenommen. Das ist aus der Features and Pearls Limited Edition von Catrice. Und zwar C01 Golden Shwanties. Das ist so goldener Glitzer für die Nägel. Kann man, wenn man so einen schönen durchsichtigen Nagellack oder so drauf hat, kann man das wirklich super da drüber streuen. Das verleiht dem Ganzen dann noch einen Pfiff. Und dann habe ich das Ganze nochmal in Schwarz. Und das heißt C02 Running Wild. Fand ich auf jeden Fall sehr ansprechend. Dann waren wir noch bei mir in der Innenstadt, weil ich habe den Schal bei der Freundin gesehen und ja, ich meine, ich habe jetzt zwar einen anderen als sie, aber ist mir auch egal. Hab ich einen Dortmund-Schal gesehen und ich fand den dann auf jeden Fall so ansprechend, dass ich mir dachte, bei uns in der Innenstadt gibt es doch so einen Laden, der heißt Fanpassage und da kann man so Fußballartikel kaufen. Und dann haben wir da geguckt und dann habe ich da einen Dortmund-Schal gefunden und der ist es geworden. Ja, passt super. Morgen spielt ja auch Dortmund. Yay. Auf jeden Fall
habe ich mir den dann gekauft für 15 € und ja, ich bin einfach für Dortmund. Dortmund ist in Sachen Fußball einfach mein Favorit und da kann ich nichts anderes sagen. Den habe ich mir dann gekauft. Also es wird auf jeden Fall wirklich ein XXL-Haul. Falls ihr irgendwie Durst haben solltet oder mal Püscher müsst oder so, dann drückt ihr am besten auf Pause und schaltet dann wieder auf Play, sobald ihr wieder da seid, weil ja, es wird auf jeden Fall dauern. So. Dann habe ich mit einer Abonnentin geschrieben. Die Abonnentin hatte mich gefragt, ob ich Mac-Produkte haben möchte. Ich habe ihr dann, weil sie mir da halt geschrieben hatte, was sie alles hat, habe ich ihr halt geschrieben, was ich gerne hätte. Dann war mir das aber ein bisschen zu teuer und dann habe ich halt so ein bisschen mit der gehandelt und ja, sie wollte mir dann halt ein paar Sachen geben. Hat mir auch die ganze Zeit immer erzählt, sie hätte auch noch andere Marken und ja, jetzt wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, was ich da alles von der Abonnentin gekriegt habe. Und zwar habe ich ein Lipgloss von H&M bekommen. Das ist so ein Rot. Passion Red heißt der. Der sieht so aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr den kennt. Auf jeden Fall finde ich den schön. Dann hat sie mir ein Lipgloss da reingepackt. Das ist jetzt nicht so meine Farbe, aber naja, gut, was will man machen? 202A von MNY. Dann habe ich ein Lipgloss, der hat mich an meine Teenie-Zeit erinnert, weil ich da auch so einen hatte. Und meine damalige beste Freundin zu der Zeit hatte denselben wie ich. Und ja, fand ich echt toll. L'Oréal Paris Glam Shine Holographic. Den hat sie mir dann noch mit reingepackt. Genau, der riecht so wie die anderen irgendwie so nach Honig. Das ist dieser Geruch, der mich immer daran erinnert. Dann habe ich da einen von Rimmel drin gehabt. Light Beam heißt der. Finde ich auch richtig toll, dass hier an der Seite so ein Spiegel dran ist. Also ja, mit Lipglossen bin ich dieses Mal wirklich überhäuft, weil sie mir da wirklich eine Menge reingepackt hatte. Das ist so ein komischer Applikator. Und der riecht nach Bubblegum. Also, ja, gefällt mir auf jeden Fall auch. Dann hat sie mir ein Hello Kitty Lipgloss reingepackt. Und zwar ist das Pineapple bei H&M von Hello Kitty. Boah, mit der Nase wollte ich da nicht rein. Auf jeden Fall riecht er auch wirklich nach Ananas und ja, Ananas ist jetzt nicht so wirklich mein Fall, aber ich werde ihn auf jeden Fall verwenden oder verschenken, je nachdem. Dann hatte sie mir da auch noch ein Game Kajal reingepackt. Ja, was soll ich jetzt mit Gelb anfangen eigentlich an sich? Kann ich da nichts mit anfangen, aber naja, gut. Dann hat sie mir noch ein Colors Cosmetics Lip Liner mit reingepackt in so einem komischen Ton. Kann ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich was mit anfangen, aber ja, man weiß nie. Dann hatte ich noch so ein Glossy Lips Natural Shine Lip Gloss da drinne. Ist halt so ein Nude mit Glitzer. Von Carmex, Carmex, wie man das auch immer nennen möchte, so ein Lip Balm ist eigentlich nie verkehrt. Kunstnägel zum Aufkleben werde ich, glaube ich, denke ich mal nicht verwenden. Dann war da ein Alverde Lippenstift drin.
Das ist so ein Braun, ist überhaupt nicht meine Farbe, aber ja, ich meine, ich kenne ja auch Freunde und es gibt Verlosungen. Wer weiß, vielleicht kommt da was von den Produkten drin vor. Da war dann noch ein lilafarbener Lippenstift von Essence mit drin und der heißt 59 Funky Funky. Es ist wirklich so ein Lila und ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand sowas auf die Lippen schmiert. Also es ist wirklich irgendwie abartig. Dann habe ich hier noch einen Lippenstift von Maybelline. Watershine Fusion. Watershine Fusion. Ja, so ein Rot. Sind auch wirklich alles Produkte, die nicht angetouched sind. Also ich habe wirklich nachgeguckt und das finde ich auch echt super. Dann ist hier noch ein Astor Prismatic Volume and Shine Lip Gloss drinne. Sugar Babe Candy heißt der. Habe ich auch noch nie gesehen. Den habe ich sogar doppelt gekriegt. Da ist er nämlich nochmal. Und der war 15,99 irgendwie. Naja, ja. Finde ich jetzt nicht verkehrt, weil ja, Pink und Astro. Dann hatte ich da noch einen Lippenstift drinne, Shine Extreme 05 Sea of Roses. Astor Paris. Ja, da ist jetzt halt so ein bisschen was schief gegangen, weil was vom Lippenstift klebt oben im Deckel und deshalb sieht das halt so angetatscht aus. Aber ist er eigentlich nicht. Also, ist halt auch eine schöne Farbe. Habe ich mich auch wirklich sehr drüber gefreut. Weil sie hatte nämlich gemeint, sie packt mir dazu den MAC-Produkten auf jeden Fall noch so eine kleine Überraschung bei. Und ja, überrascht war ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Dann habe ich noch von Essence Color and Go ein Nagellack in der Farbe 129 The Boy Next Door. Das ist so ein dunkles Jeansblau. Den finde ich auch wirklich toll, weil den wollte ich mir eigentlich schon immer selber von Essence kaufen. Deshalb freue ich mich jetzt, dass er mit da drinne war. Ich habe mich aber nie getraut, mir den zu kaufen. Und ja, ich will ja jetzt sowieso von Essence wegkommen, aber der ist jetzt noch da. Dann kommen wir jetzt noch zu so ein paar kleinen Extras, die sie mir mit reingepackt hatte. Ja, zum einen ist hier so ein Festinator. Mit so einer schönen pinken Blume hier dran und ist hier vorne halt mit sowas. Das kann man, denke ich mal, auch super zu einer Hochzeit oder so tragen. Finde ich knuffig. Dann hat sie mir noch einen da reingepackt zum Haarreifen. Da ist hier an der Seite so ein Herz dran und er ist in Gold gehalten. Finde ich auch wirklich schön. Dann habe ich noch einen Haarreifen bekommen. Da befindet sich eine schwarze Blume dran. Habe ich noch so eine schwarze Blume gekriegt. Nagellack. Astor. Dann steht da 66 Sek. Also 60 Sekunden. White Marine Bio Cremig 201. Red Look. Nagellack habe ich also auch ohne Ende. Dann war da noch eine schöne Nagelfeile bei in Leo Optik. Gefällt mir auch wirklich sehr gut. Und sie glitzert so schön. Ah. Eine Wimpernzange in Lila gehalten. Von welcher Marke die jetzt ist, das weiß ich nicht. Eine rote Schleife war auch mit dabei, finde ich wirklich super, weil Schleifen kommen bei mir ja immer gut in Frage. Dann habe ich noch von Astor ein Liquid Kiss No Trace No Transfer Liquid Lip Color. Coral Deezer heißt der.
Das ist so ein Lipgloss. Auf jeden Fall ist damit so ein Pinselapplikator und riecht auch wirklich gut. Ja, so sieht die Verpackung davon aus. Kenne ich auch nicht, aber naja. Was soll's. Ja, dann hat sie mir dann noch Ohrringe mit reingepackt und ich meine, ich finde das wirklich sehr, sehr lieb von ihr. Also ich bedanke mich wirklich bei dir, weil da sind wirklich tolle Sachen bei, aber Ohrringe kann ich nicht tragen und ja, deshalb werde ich die wohl verlosen und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Joa, dann kommen wir jetzt schon sozusagen zum Ende. Aber erstmal zeige ich euch die Box an sich. Dazu mir nämlich so eine wunderschöne Hello Kitty Box. Hatte sie mir unten reingepackt, wo die ganzen Produkte drin waren. Und ja, ich bin ja sowieso für Hello Kitty und deshalb hat das auch was. Hier befindet sich jetzt die Tüte. Ja, also es war meiner Meinung nach wirklich sehr wenig Max-Sachen. Wobei sie mir mehr versprochen hatte, aber naja, was will man machen? Es befand sich da drin auf jeden Fall ein MAC Pro Long Swear Concealer. Ein Concealer. Dann, Gott, befand sich da drin so ein dunkler Lipgloss. Der riecht echt gut, der riecht nach Vanille. Also, der riecht echt gut. Der ist irgendwie so total dunkel. Der passt irgendwie so zu Halloween, so zum Vampir. Es ist echt geil. Dann habe ich eine Wimperntusche gekriegt von MAC. Ja, also wie ihr seht, ich habe jetzt auch ein paar MAC-Produkte und ja. Aber also mehr wird da auf jeden Fall nicht zukommen. Und mein Highlight von den MAC-Produkten ist der Viva Glam A88. Diesen besitze ich jetzt nämlich auch. Und ja, so sieht er aus. Und wir haben auch schon so viele YouTuber immer darüber berichtet. Und ich habe ihn jetzt auch. Und ja, ich bedanke mich wirklich vielmals bei der Abonnentin. Danke, dass du dir so eine Mühe gegeben hast. Ja, also die Extras waren wirklich auch zauberhaft und ich finde das einfach super toll. Jetzt räume ich die Sachen noch schnell wieder in die Tüte. Und dann machen wir auch schnell weiter. Wenn mein Fuß nicht eingeschlafen wird. In letzter Zeit habe ich das irgendwie immer, dass beim Videodrehen meine Füße einschlafen. Also ich muss mal irgendwie eine andere Position finden. Ja. Noch da rein. So. Das haben wir auch. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich heute gekauft habe. Komm her. Die Sachen wollen nicht. Die haben keine Lust. So. Ich war auf jeden Fall bei Kaufland und habe bei Kaufland zweimal Funny frisch, Chips frisch, Rot-Weiß. Schranke gekauft. Ich liebe diese Chips. Ich bin, seitdem ich sie das erste Mal gegessen habe, richtig verrückt nach denen. Und oh, die sind so lecker. Die kosten bei Kaufland auch was mit 1 Euro. Dann habe ich mir, weil ja Weihnachten bald vor der Tür steht, beziehungsweise Advent, einen Adventskalender gekauft. Ja, wie ich vorhin von meiner Mutter erfahren habe, hat sie allerdings schon einen für mich und das heißt, ich habe dann 2 Adventskalender, aber das stört mich nicht. Der war auch nicht teuer, der hat 85 Cent gekostet. Und dann kommen wir jetzt zu dem Hauptgrund, warum ich bei Kaufland drin war, und zwar meine BL Eye Make-Up Remover Pads. Ich liebe, 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 liebe diese Eye Make-Up Remover Pads. Wenn es nach mir gehen würde, hätte ich am liebsten das ganze Teil, wo die ganzen Dosen drin waren, mitgenommen. Aber das ging leider nicht. Ah, ich meine, ich hätte mir das alles in einen Korb packen können und hätte damit zur Kasse gehen können. Aber ich glaube, die Frau hätte einen an der Waffel gekriegt. Ja. Wobei wir heute sowieso schon Kommunikationsschwierigkeiten an der Kasse haben, weil sie das irgendwie nicht
verstanden hat, was ich gesagt habe, weil ich habe Ruhrpott-Sprache geredet und sie hat das irgendwie nicht gecheckt. Naja. Auf jeden Fall sind diese BLI Make-Up Remover Pads wirklich der Hammer. Petra, wie du siehst, ich habe sie wieder. Ich werde sie natürlich liebend gerne. Wenn du das Interesse haben solltest, welche von den Eye Make-up Remover Pads wieder runterschicken, da zu dir, dass du sie auch wieder kriegst, weil, wie ich ja mittlerweile deinen Videos entnehmen konnte, habe ich dich wirklich damit angefixt und du bist mittlerweile auch total verrückt. Bist mittlerweile auch total verrückt nach diesen Eye Make-up Remover Pads und ja. Also, ich würde sie dir auf jeden Fall nochmal runterschicken, es sei denn natürlich. Weil du ja sowieso geschrieben hast, du möchtest mal zu mir kommen, könnten wir dann natürlich bei Kaufland rein, dass du dich dann da mit denen eindecken kannst. Ja. Wobei ich sowieso das Gefühl habe, dass die eigentlich keiner wirklich außer mir kauft. Naja, egal. Dann habe ich jetzt auf jeden Fall noch was von DM für euch. Und zwar habe ich bei DM, weil ich eine neue Zahnbürste brauche. Ich wechsle ja alle 3 Monate meine Zahnbürste. Und da habe ich hier so ein Zweierpack von Colgate. Hat mich irgendwas mit 1 Euro gekostet. Ich habe da wirklich 15 Minuten oder so war das, habe ich da am Regal gestanden. Und die beiden Mädels, die an mir vorbeigegangen sind, haben mich schon so angeguckt. Und ich habe mir da wirklich alles von den Zahnbürsten durchgelesen. Da war eine Zahnbürste für die Reinigung von den Dritten und alles Mögliche. Und ja, mein Blick ist dann halt an denen hängen geblieben, weil es halt Zahnbürsten sind. Na, also, haben jetzt halt nichts Besonderes an sich, aber man kann sich halt damit die Zähne putzen. Was der Hauptgrund eigentlich dafür ist. Dann habe ich, neben den BLI Make-Up Remover Pads, hatte ich meine Baby Young Hair Quick and Clean Soft Pads und Augen Make-up Entferner gekauft. Ja, ich decke mich jetzt schon mal wieder ein bisschen ein. Da muss ich erstmal eine ganze Zeit lang nicht mehr so losziehen. Dann mache ich erstmal wieder so einen kleinen Bogen um DM. Und ja, die sind auch echt super. Hatte ich auch schon ein paar Mal und deshalb kaufe ich sie mir auch immer wieder gerne nach. Eins von meinen beiden Shampoos, die ich liebe, ist das Schauma Ansatz und Spitzen Mischhaar-Shampoo. Schnell fettende Ansatz und trockene Spitzen mit Pink Grapefruit und Avocado-Milch. Das riecht so göttlich. Es macht die Haare so super weich. Die Haare riechen wirklich 2 Tage oder so nach der Anwendung, riechen die noch danach. Also es ist echt super. Die Haare werden davon überhaupt nicht irgendwie strapaziert, sie werden richtig schön weich, sie glänzen, sie fühlen sich richtig super an. Sie sehen auch einfach gesund aus und ich habe auch das Gefühl, dass sie ein bisschen das Wachstum anregen, diese Shampoos. Das habe ich mir auf jeden Fall nachgekauft. Ich habe es auch schon einmal jetzt aufgebraucht, also es wird auf jeden Fall in einem Aufgebraucht-Video vorkommen und das ist die neue Flasche. Dann habe ich mir daneben das Shampoo gekauft, was ich momentan verwende. Und zwar ist es auch das frische Ansatz und gepflegte Spitzen Fresh It Up Shampoo von Schauma. Ich muss dazu sagen, die Shampoos tun sich eigentlich nichts, weil sie haben dieselbe Wirkung und haben irgendwie auch meiner Meinung nach den gleichen Geruch. Also man kann jetzt für sich persönlich irgendwie gucken, möchte ich jetzt lieber das Grüne oder möchte ich lieber das Pinke. Aber sie riechen beide gut und sind von der Wirkung her auch wirklich beide klasse. Dann habe ich wieder meine BB Young Hair Reinigungstücher gekauft. Und zwar einmal in der blauen Version und einmal in der weißen Version. BB Young Hair Reinigungstücher kommen bei mir irgendwie immer in Frage, weil ich sie vertrage. Ich habe damit überhaupt gar keine Probleme. Sie trocknen meine Haut nicht aus, sie nehmen das Make-up runter. Die machen einfach alles, was sie sollen. Dann habe ich mir noch ein Shampoo mitgenommen. Ja, ich war im Shampoo-Kaufrausch, damit ich dann erstmal eine Zeit lang keine Shampoos mehr kaufen muss. Garnier Natural Beauty Balsam Shampoo, Vanillemilch und Papayamark. Riecht ja wirklich mega lecker nach Vanille. Habe ich noch die Spülung von, deshalb habe ich mir das Shampoo jetzt gekauft, weil ich die Spülung alleine nicht aufbrauchen möchte. Dann brauche ich sie lieber zusammen in Kombi mit dem Shampoo auf und dann ist die Sache auch gegessen.
Ich habe mir dann noch ein Shampoo von Dove gekauft und zwar Go Fresh, Granatapfel und Zitronen Zitronenfärbenden Duft. Ah, habe ich noch nie gehört. Ich sprühe das mal hier rein, weil ich habe da noch überhaupt nicht dran gerochen. Ah, der Geruch sagt mir jetzt auf jeden Fall schon zu. Ich esse das Deo hier schon. Igitt. Es riecht wirklich lecker. Also, es ist so ein Duft, wo ich mich mit anfreunden kann. Das hat mich auch was mit einem Euro gekostet. Und ich bin ja sowieso für Dove zu haben, weil Dove-Produkte an sich sind einfach nur super. Das letzte. Nee, vorletzte Produkt, genau. Nicht Flunkern. Was ich mir heute gekauft habe, ist das Impuls. Vanilla Kisses. Ja, die haben jetzt eine neue Flasche. Das habe ich mir nachgekauft. Ich benutze es allerdings nicht als Deo-Spray, wofür es eigentlich geeignet ist, sondern ich benutze es als Raumspray. Weil ich gemerkt habe, dass es als Deo überhaupt nichts tut, also dass es als Deo nicht hält und ich mich da mindestens fünfmal oder so am Tag mit neu einsprühen muss, habe ich halt eine Zweckentfremdung gemacht und benutze das als Raumspray und dafür eignet es sich wirklich super. Und deshalb habe ich mir jetzt eine neue Flasche gekauft, weil das andere schon fast leer ist. Das letzte Produkt, was ich mir gekauft habe, ist ein lila oder violettfarbener Anspitzer für Kajalstifte von Essence. Der hat mich was mit einem Euro gekostet, weil ich brauchte einen neuen. Meiner fällt nämlich auseinander und deshalb habe ich mich dann halt für den entschieden. Ja. Meine Mäuse. Das war ein riesengroßer Sammel-XXL-Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ich bedanke mich bei euch für die Tapferheit, dass ihr durchgehalten habt, dieses lange Video zu gucken. Also ich fand es auch wirklich lange und ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen und ihr schaltet mich bald wieder ein. Tschüssi!